Hier der zweite Start meiner Drohne und zwar kurz vor Bad Nenndorf. Von diesem Radfeldweg, also Wirtschaftsweg, habe ich mal in Richtung Kaliberg aufgenommen, also die Drohne hochsteigen lassen. Geht gleich ein bisschen höher. Die schwankt jetzt auch schon so ein bisschen, aber das ist jetzt die Originalaufnahme, so wie die Cino 2 das aufgenommen hat. Denn was ich da reingegeben habe, wie gesagt, das sieht nicht so gut aus. Deswegen zeige ich das hier nochmal, wie die Cino 2 eigentlich die Aufnahmen macht. Also dann kann sich jeder sein Urteil darüber bilden, ob er sich so eine Drohne sich anschaffen möchte oder nicht. Also für Laien, so wie einer wie ich es bin, für mich ist das eigentlich ausreichend. Ich kann alles erkennen. Die Häuser im Hintergrund, die Dächer sind auch ziemlich gut zu erkennen. Der Berg im Hintergrund auch. Na gut. Ein Zoom hat das nicht. Hier im Vordergrund, da filme ich jetzt in Richtung Bad Nenndorf. Davor liegt noch ein Dorf, wie es jetzt heißt, weiß ich nicht genau. Im Hintergrund fängt dann der Höhenzug des Deisters an. Davor ist auch noch so ein Berg, dahinter ist der Kurpark von Bad Nenndorf. Und links, wenn der die Drohne gleich den Schwenk nach links hin macht, ist die Autobahn A2. Die geht ja ein Stück am Rande über den Deister hinweg. Da im Hintergrund kann man ganz schwach erkennen, auf dem Deister ist der Fernsehturm. Der nennt sich Anna-Turm. Ich meine, durch dieses Bild, was so groß ist, das ist der Höhenzug nochmal. Hier stehen auch etliche Windräder, da ist ein Parkplatz von der Autobahn. Windräder im Vordergrund und ein Stück weiter Richtung Mülldeponie, von wo ich gekommen war, da sind auch nochmal etliche Windräder. Also davon haben wir hier nicht wenig. Und das ist auch gut so, denn Strom brauchen wir ja alle. Hier ein Rundumsicht nochmal, Richtung Deister wieder mit Fernsehturm. Wenn man ganz genau hinguckt, links die Autobahn, da sieht man ein paar Autos. Aber da sind ja Büsche und so weiter davor. Dann müsste ich noch höher steigen lassen, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Eine Drohne habe ich schon verloren. Die ist mir einfach abgeschmiert und ich konnte sie nicht wiederfinden. Und das war ärgerlich. Da ist auch viel Logistik hier am Rande vom Deister. Auf der anderen Seite vom Deister ist sogar dieses große Lager von Edeka. Also hier haben sie einiges angesiedelt. Jetzt geht es langsam runter, aber die Steuerung von der Drohne, das klappt ganz gut. Also da bin ich eigentlich mit zufrieden. Man kann ja auch langsame Geschwindigkeit nehmen. Und das ist auch besser. Dann sind die Aufnahmen auch viel besser und alles ist ruhiger. Dankeschön fürs Anschauen und tschüss.